Hier ist die Schnittdarstellung eines Glases, dessen Rand um 45 Grad gegenüber der horizontalen geneigt ist. Bis zu welcher Höhe die Höhe des Fußes wird vernachlässigt, muss es mit Mocktail aufgefüllt werden, damit das Getränk ein Achtel des Gesamtvolumens des Glases einnimmt. Wir wissen, dass die Öffnung von diesem Winkel Alpha 45 Grad beträgt. Wir bezeichnen die Höhe vom Getränk mit H, den entsprechenden Radius mit R, die Höhe vom Glas mit Groß H und den entsprechenden Radius mit Groß R. Da dieser Winkel Alpha 45 Grad misst, wissen wir, dass klein h gleich klein r ist und dass groß H gleich groß R ist. Um den Rauminhalt vom Getränk zu berechnen, nutzen wir die Formel vom Rauminhalt eines Kegels, also klein v, der Rauminhalt vom Getränk, ist gleich zu Pi R Quadrat H auf 3 und da H gleich R ist, finden wir als Volumen des Getränks Pi klein h hoch 3 geteilt durch 3. Wir machen dasselbe mit dem Glas. Der Rauminhalt vom Glas wird als Rauminhalt von einem Kegel berechnet, also Pi mal Groß R Quadrat mal Groß H geteilt durch 3. Und da Groß H gleich Groß R ist, finden wir als Volumen vom Glas Pi mal Groß H hoch 3 geteilt durch 3. Durch die Angabe wissen wir aber auch, dass klein v ein Achtel von Groß V ist. Und aus diesen drei Gleichheiten schließen wir, dass Pi mal h hoch 3 geteilt durch 3 gleich ist zu 1 Achtel mal Pi mal Groß H hoch 3 geteilt durch 3, woraus wir schließen, dass H hoch 3 gleich ist zu Groß H hoch 3 geteilt durch 8. Und dieser Bruch ist dasselbe wie der Würfel von Groß H halbe. Und demzufolge muss klein h die Hälfte von Groß H sein, was bedeutet, dass Antwort A die richtige ist.